Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Shadow Man. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen, es ist schon wieder einen halben Monat her, dass ich gespielt habe. Ja. Ich glaube, ich weiß wieder, wie ich an die eine Stelle rangekommen bin. Ich habe es nämlich während ich beschriftet habe, gesehen. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Shadow Man Maske, die er auf seiner Brust hat, wenn er sich so nach oben beugt. Ups. Warum zur Hölle habe ich dieses Ding in der Hand? So, kann ich mich kurz heilen? Hier wird's auch nicht mehr als der eine, oder? Wir sind jetzt auf jeden Fall langsam an der Stelle, an der es schwieriger wird, voranzukommen. Einfach nur, weil ich nicht mehr so viel Erinnerung habe, weil ich diesen Bereich nicht so oft gespielt habe. Oder hätte ich einfach oben weiterlaufen müssen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, bin ich jetzt im Asyl? Klingt danach, ja, ich bin im Asyl, da wollte ich gar nicht hin. Schön, dass wir es gefunden haben, ich hätte oben lang gehen müssen. Machen wir es lieber so, das geht schneller. Pass mal auf, wenn er sich jetzt hinschaut. Da, die Maske ist über ihm, also die ist nicht wirklich fest verbunden. Ich glaube nicht, dass es so gewollt ist, aber es ist okay, dafür ist das Spiel auch mega alt. Und ich habe echt nicht gewusst, dass es so ist, aber es gibt ein Remake von dem Spiel. Das habe ich erst festgestellt, als ich in die bei den Kommentaren von dem Spiel geschaut habe. Da hat mich einer geschrieben, ja, ihr braucht euch das Spiel nicht holen, denn es gibt jetzt ein Remake davon bald. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil nur weil es ein Remake gibt, heißt noch lange nicht, dass das auch... Die Spiele unterscheiden sich ja meistens dann doch. Es gibt viele Remakes mittlerweile, aber bei einigen Spielen setzen sie das Spiel halt vollkommen neu auf. Und das ist dann wieder was ganz anderes. Oh, ich kann mich gar nicht treffen, kann das sein? So, ich weiß nicht, ich habe nicht wieder rausgefunden, wie man da rankommt und das finde ich gut. Bitte auf die da, die sind gefährlich. Danke. Erstmal wieder die Steuerung gewöhnen. Die Steuerung ist nämlich echt ein bisschen ungewöhnlich. Kommt man eigentlich in das Ding da oben? Habe ich nie rausgefunden. Ach, ist das praktisch. Wenn man einfach hier über solche Sachen laufen kann. Seht's ein, ich bin euch ein bisschen überlegen. Und zwar ist es eigentlich relativ einfach, ich hätte nur hier reinklettern müssen. Keine Ahnung, warum ich so blöd war. Treffen dürften sie mich eigentlich nicht. Das könnte doch passieren, sehe ich gerade. Wenn ihr mich trefft, mache ich euch platt.
Aber ich hab, glaube ich, noch einen. Will ich gar nicht hin. So, ich weiß nicht, ob es was bringt, was ich hier mache. Ich hoffe es halt einfach mal. Unten ging es doch nicht weiter, oder? Ne, man müsste oben weiter. Gut, aber ich glaube, hier war es. Was auch immer das für komische Kreaturen sind. Vielleicht böse sie ja mäßig schützen. So, und jetzt kann ich endlich mal hinten durch. Ich habe nämlich vergessen, was da war. Auf jeden Fall hier alles erledigt. Und ich glaube, ich bin hier noch nicht lang gegangen. Oder bin ich jetzt wieder im Tempel des Lebens gelandet? Sieht nicht verdammt danach aus. Verflucht! Ich bin wieder im Tempel des Lebens. Ach genau, das ist das, was ich mal. Scheiße. Ich habe gedacht, ich habe irgendwas übersehen. Ich glaube, es fehlt noch irgendwo ein Level. Mir fehlt noch irgendwo ein Level-Tor. Bin ich mir ziemlich sicher, was irgendeins, was ich übersehen habe. Maschinenblock kann ich nicht weiter. Hier weiß ich, dass ich ein. Das aus dem Level 9er Tor brauche. Hier ebenfalls. Hier habe ich alles. Hier habe ich alles. Da. Ach, hier wollte ich noch was machen. Fällt mir gerade ein. Das hat nichts mit dunklen Seelen zu tun, aber. Mir ist was eingefallen, ein Weg, den ich tatsächlich noch nicht gegangen bin bisher. Eigentlich überhaupt noch nicht. Ciao. Haben sich die Anfahrtanimation irgendwie ersparen wollen. Ist das nicht auch die gleiche Animation, die wir auf dem Hinweg hatten? Bin mir nicht sicher. Ist auch schön, wenn da irgendwie mal einer aus Versehen langläuft oder direkt platt gemacht. Keine Angst, dieses große Ding werden wir auch noch sehen. Ah, dafür ist mir die Munition eigentlich zu schade. Dann gehe ich mit der noch ein bisschen sparsam um. Genau das hier wollte ich. Hat sich schon mal richtig gelohnt. Naja. Für ein Kado. Boah, was zur Hölle? Habt ihr das gesehen, wie er geschossen hat? Interessante Homing Missiles hat er. Naja, ich habe mir mehr erhofft, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, das habe ich auch noch nicht gemacht.
Ich schlage den Gong. Auch halt so vieles Schädelenergie im Spiel. Ist gut, wenn man mächtiger wird, dann kann man mehr speichern. Da mach ich mal 4 Stück. Er hat alles viel praktisch, wenn man die Sachen direkt hätte. An irgendeiner Stelle weiß ich, hatte ich noch ein Level 8er Tor. Ich habe aber absolut keine Ahnung mehr, wo das war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch irgendwo ein Level 8er Tor hatten, was ich halt übersehen habe. Das ist es nicht, das ist nämlich offen. Aber es mag mir auch nicht mehr einfallen. Hier komme ich halt einfach nur wieder dahin. Weil ich glaube nämlich hier gab es noch, also ich glaube, die Dinger konnten man auch noch besetzen. Ich glaube, uns fehlen echt noch ein paar Sachen. Aber ich komme halt nicht mehr drauf. Und hier ist auch noch was, was ich freimachen musste. Also, ich hoffe, dass wir diesmal effektiver sind als in der letzten Folge, in der wir eine Seele gefunden haben. Ich habe nämlich keinen Bock, hier offscreen noch ein bisschen dran zu arbeiten. Die Dinger da unten habe ich aktiviert, oder? Okay, ich wollte mal gucken, ob es hier irgendwo noch was gibt, was ich vielleicht übersehen habe. Weil ich konnte die Tore da unten öffnen, das weiß ich. Ich weiß bloß nicht mehr wie. Okay, hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Da drin war ich schon. Ne, das ist aktiviert. Diese Tore, da konnte man öffnen. Mir fällt aber gerade so spontan nicht mehr ein, wie das ging. Vielleicht muss ich erstmal wieder hoch. Das geht natürlich nicht so. Dann nehmen wir halt den beschwerlicheren Weg. Oh ja. Das war das Level 9 da oben, oder? Ja. Was war für du Alte? Schabracke. Oh Mann. Sorry. Weiß, Frauen stöhnen immer in meiner Umgebung. Nicht unbedingt vor Lust, aber sie stöhnen. Wie kann man da umrein? Da links. Ich glaube, ich muss hier diese blöden Dreckstore da an der Seite irgendwie öffnen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Das unten hatte ich ja alles schon. Das ist aktiviert. Ich glaube, da gab es einen ganz einfachen Trick. Ja, hier habe ich sie noch freigelassen. Das war ganz toll von mir. Aber gerade wenn man denkt, man findet was Tolles, dann... Ah, hier brauche ich auch ein Siegel. Diese Siegel muss man, kann man halt zerstören. Ah, da muss ich ein Level 9er Tor öffnen können. Wo sind wir hier? Sind wir jetzt wieder auf der anderen Seite von dem Ding. Ansonsten gucke ich mal den Lavadukten weiter. Das haben wir schon gehört. Ach, hier ist das zweite Level 9er. Okay. Und das war das Level 8er. Aber wir hatten irgendwo doch noch ein Level 8er, oder? Okay, ich mache einen Lavadukten weiter, bis ich... Wir merken uns die beiden Level 9er. Eins in diesem Tempel des Feuers und eins hier.
Und im Tempel des Feuers bin ich mir ziemlich sicher, dass da oben dieses Kalebasse-Ding war. Wenn es so hieß. Ich glaube, ich habe absolut keine Ahnung. Hier brauche ich auch dieses Kalebasse-Ding. Also ich habe nicht mehr viele Möglichkeiten aktuell. Weil hier kann ich gerade nichts machen. Hier weiß ich nicht, ob ich überhaupt einmal ins Reinkomme aktuell. 3, 4, und hier sind auch nochmal 5. Aber hier müsste ich eigentlich an alle rankommen. Bin ich jetzt ins Richtige gefangen? Ich wollte denn das mit Feuer gehen? Über grüne Kohlenlauf-Ding? Ja. Ach nee, komme ich ja auch nicht, weil da brauche ich auch wieder das Kalebasse-Ding. Okay, wo ging es denn hin lang, wenn man hier lang gegangen ist? Vielleicht eier ich jetzt heute auch die ganze Folge nur rum, dann müsst ihr leider damit leben. Ich kann es euch nicht versprechen, ansonsten werde ich dann wirklich mal gucken, dass ich offscreen ein bisschen was auf die Reihe krieg. Ich habe eigentlich auch darauf gehofft, dass ich dass das nicht machen muss. Schön. 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 Einfach nur toll. Hier ist ein Seemator gewesen. Ach, war hier nicht dieses? Hatte ich das nicht schon geöffnet? Hätte ich schwören können, dass ich das schon gemacht habe. Ja. Geht anscheinend wieder zu. Hier kommen wir wieder in den Tempel. Ja. Ich muss doch noch irgendwo was finden können. Das kann doch echt nicht sein. Nicht jetzt, ich habe andere Probleme. Jetzt echt die Party, oder? Macht wenigstens Sinn, dass die einen versuchen aufzuhalten, bevor man im Tempel ist. So viel einfacher, wenn man diese ganzen Fähigkeiten hat. War ich da ganz oben schon? Ja, ich glaube schon. Ach, Kacke. Wir sind halt durchgekommen. Da war die Lava, die flüssige. Das war die große Verarsche, von der ich euch erzählt hatte damals, erinnere ich mich. Da runterspringen kann man nicht mehr zurück. Oh. Schießt noch irgendwem ein Auge raus.
Ich habe keine Ahnung, welchen Sinn das eigentlich hat. Ich bin stärker als ihr. Aber schön, dass ihr es trotzdem versucht. Das ist einfach nur so, schätze ich mal. Ich glaube nicht, dass man da hinkommt. Da ist noch eine Seele. Müsste man das drehen? Wo kommt man denn hier hin? Ah, konnte ich die nicht finden? Ah, ich habe mich schon gefragt, wo er runterfällt. Muss man da von der anderen Seite reinspringen? Kann ganz gut sein. Guck mal, wie wir da hinkommen. Muss man, glaube ich, gar nicht drehen, man muss da hinspringen. Ein Glück, so feuerresistent, da muss man. Schöner Shadowman! Hört die Alte da! Ich bin gleich tot! Ja, der hat mir jetzt ordentlich besorgt. Ist jetzt hier auf der Seite, wenn ich da durchkomme, sein. Oder? Hier war ich auch noch nicht. Könnte ja auch mal Kettle drin sein, ja? Oh, ich fürchte, das schaffe ich nicht. Ohne die Fähigkeit bist du hier ganz schön am Arsch. Ich nehme erstmal einen anderen Weg. Bis ich irgendwelche Gefilde finde, die mir vertraut vorkommen. Wahrscheinlich ist das hier der offizielle Weg. Aber wie konnte ich diese... Ich hatte schon mal alle, das weiß ich. Ich hatte in fast allen Gebieten, ich war bei über, keine Ahnung, ich hatte, glaube ich, fast alle bis auf die in dem einen Gebiet. War ich hier nicht auch schon mal? Vielleicht aber auch nicht. Da war doch vorhin echt wieder hinschießt. Auf deine Vorgesetzte zu retten.
sicher. Ich hätte halt echt gedacht, dass ich hier schon mal war. War da nicht eine Seele obendrauf, eine dunkle? Was sind wir hier? Wir sind doch hier nicht am Eingang, oder? Das kommt mir gerade irgendwie nicht so wirklich vertraut vor. Also machen wir es einfach mal. Aber ich hab das doch schon. Schwören können, dass ich hier schon war. Ja. Wirklich noch nicht. Ich habe ja echt einen ganzen großen Bereich von dem Spiel ausgelassen. Was? Warum ist das schon aktiv? Nee. War ich vielleicht doch schon, hab bloß das da nicht geholt. Ist die Frage, ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Da ist schon mal nichts. Finde ich denn da oben noch irgendwas, was ich machen könnte? Vielleicht dahinter. Hinter dem Heinz habe ich ja nicht geschaut. Garantiert nicht. Wenn ich da überhaupt hinschauen kann. Ich glaube es fast nicht, aber ich will dann jetzt gleich noch ein bisschen rumlaufen. Ne, ich glaube, hier war eine Seele drauf. Ja, da komme ich nicht hin. Ich glaube auch nicht, dass da oben was ist. Das heißt, ich muss jetzt vielleicht doch mal offscreen ein bisschen schauen, bis ich die Sachen finde, die ich brauche. Hatte ich eigentlich keinen Bock drauf. Dann haben wir hier eine große Folge nichts eigentlich. Auch schön. Ah, ich hab's endlich geschafft. Na, deshalb habe ich das nicht gemacht. Sehr schön. Dann weiß ich jetzt wenigstens, wo ich wo es weiterging. Deshalb habe ich das auch ausgelassen. Zumindest dachte ich das. Ups, habe ich gerade irgendwie nicht gesehen. So. Oh. Naja, das hätte mich jetzt gekillt, aber die kann ich auch lang. Da fehlt ein Seil. Also das ist eigentlich der wirklich der offizielle Weg. Kann ich dann wahrscheinlich nur... Ah, okay. Komme ich dann darüber, ich verstehe. Bringt mir also an und für sich nicht wirklich was. Nicht mehr.
Frage ist aber, wie komme ich jetzt? Ach so, natürlich. Deutlich in die Hose. Andererseits, wenn du das schon mal so weit hast, du kommst wieder an die Stelle, dann freust du dich, dass du das Seil draußen hast, weil dann kannst du direkt drüber klettern. Das wird doch nicht funktionieren. Ich muss doch zurückklettern. Ich will jetzt wissen, ob ich da irgendwie eine Seele dadurch vergessen habe. Ah, natürlich, drauf balancieren geht. Also wenn es gut läuft, kriege ich Shadowman innerhalb tatsächlich von 2 Aufnahmetagen durch. Weil, fuck. Weil ich habe ehrlich gesagt das Spiel bis hier, also bis zur letzten Aufnahme, an einem Tag gemacht. Meine Fresse, ich will doch nur gucken, was da ist. Ach so, ich kann da direkt runter, okay. Bin ich übrigens der größte Freund von Jump-and-Run-Anlagen. Also nicht ganz bis zurück, sonst böses Feuerchen. Am Popo. Ich hatte Orientierung an der Stelle. So. Jetzt zeigt Shadowman seine unglaublichen Kräfte. Wieso atmet er hier eigentlich? Muss man im Reich der Toten immer noch atmen? Und wenn man nicht atmen kann, stirbt man dann? Ja, da habe ich tatsächlich was ausgelassen. Die Schwestern erwachen. Oh, danke, dass ich ausweichen durfte. In der Zeit. Nee, vergiss es. Kann vielleicht immer nur eine Falle nicht aufhalten, aber die kann ich. Da kann ich wenigstens verhindern, dass es schießt. Waren einfach nur die Schwestern hier drin? Ja. Okay. Radartrommeln schlagen. Und die Nummer 3. Wären wir wahrscheinlich. Hätte ich nicht diese komische Abkürzung genommen, hätte ich es wahrscheinlich direkt gefunden. Das heißt, ich finde in dieser Folge, in dieser Aufnahme, wieder eine dunkle Seele. Schön. Ich bin froh, dass wir so gut vorankommen. Na, Kadoos haben wir ein paar gefunden. Zur Hölle. Das ist ein Schalter. Oh, sag mir nicht, ich habe irgendwo anders noch mal an dieser einen Stelle auch noch einen Schalter übersehen. Ich verstehe.
müssen uns beeilen. Ja, hat zu lange gebraucht. Okay, dann war das da unten wahrscheinlich auch irgendwie ein Schalter. Können wir das nicht mit zwei Spielern machen? In der heutigen Zeit wird ja bestimmt ein Timer eingestellt, den du dann siehst. Wieder eine Seele mehr. Also in ein paar Folgen könnten wir es geschafft haben, dass wir die neunte volle Seele erreicht haben. Könnten, nicht müssten. Okay, ist nichts weiter. Wenn ich jetzt doch noch ein bisschen länger sitze, schneide ich es natürlich in zwei Folgen. Ausnahmsweise aber ohne Abspann. Was heißt Abspann? Ich mache eh keinen Abspann, aber. Ich wollte gerade sagen, hier war irgendwas, was man. Ich glaube, wenn man einfach so runtergegangen ist, ist man daneben gefallen. In solchen Abschnitten wird das Spiel natürlich auch noch ein bisschen gestreckt. Den haben wir ja schon. Hier waren wir auch noch nicht. Aber sie haben auf jeden Fall überlegt, wie man das beschleunigen kann, wenn man dann durch den Tempel schon durch ist. Finde ich gut. Warte mal, ich gucke mal, ob hier jetzt noch irgendwas ist. Nee. Nicht, dass du, hey, du musst alles nochmal machen, sondern du kannst tatsächlich mit diesen Sachen abkürzen einfach. Was ich sehr gut finde. Auch hier war man noch nicht. Ja, genau so habe ich es in Erinnerung. Da ist noch das Shadowman-Symbol drauf. Die Schwestern erwachen. Was? Ach, da hinten. Sagen, wer schießt denn da? Geht noch einer. Die Schwestern erwachen. Ja. Ganz oben finden wir das dritte. Ganz ehrlich, dieses Ding habe ich, wie gesagt, ewig nicht gefunden gehabt. Ich glaube, ich habe auch nie alles damit, was man mit dem Ding öffnen kann, geöffnet im Spiel. Seele? Ja! Ich hab's.
muss aber sagen, gut versteckt. Sehr gut versteckt. Auch hier war ich jetzt noch nicht. Schwestern erwachen. Welche Schwestern? Ach, da oben. Gibt's noch eine, oder? Oh, wo kommt die denn her? Ich hab's. Ich hasse solche Stellen. Komm, gib mir Kadeaus. Ich brauch ganz viele Cadillacs, Mensch. Und übrigens, das Ding verletzt euch auch. Wenn ihr das so berührt. So ganz leicht nur. Ah, das wollte ich nicht. Ich glaube, da kam ich jetzt raus, das eine. Oder? Sehr schön. Das heißt, ich kann hier wirklich alle holen, bis auf eine. Und da brauche ich halt für später. Da brauche ich diese Ziegel. Ich hab's. Das könnte man rausschieben, oder? Ah. Kann ich wieder weitergehen. Ich mach trotzdem mal kurz einen Speicherstand. Von 88. Oh, wir haben schon 3 gefunden, ey. Ich bin zurückgelaufen. Also eine hier könnte ich noch holen. Im Zweifelsfall. Hier war ich auch schon, oder? Sieht sehr vertraut aus. Wie viel fehlen noch? Wenn noch 2 fehlen? Ich laufe zurück, weil hier war ich schon. Sonst wären die auch nicht alle wach. Oben war ich doch auch schon, oder? Ja, in der Mitte. Wenn du lieber links hochklettern willst, warum nicht? Bin mir sicher, dass ich hier schon war, aber 100%ig kann ich es gerade nicht beschreien. Aber wenn die Schwestern da an der einen Stelle wach sind, dann war ich da auf jeden Fall. Hier war ich. Ich erkenne es. Das Ding funktioniert gar nicht, oder? Können wir jetzt zurückgehen und noch gucken, dass ich an der einen Stelle das letzte finde. Also bin ich wirklich das erste Mal eine deutliche Abkürzung gelaufen. Ohne, dass ich das wollte. Will ich mich mal nicht beschweren. Also das war wirklich gut. Also eine Seele können wir noch holen hier. Und die letzte... Das heißt, ich muss da irgendwo was aktivieren. Hier nicht. Die habe ich ja schon. Wenn du halt keinen linearen Weg mehr hast, dann kann es eher sein, dass du dich verläufst. Wenn es nur einen Weg gibt, dann
In Turok gab es ja auch zum Beispiel nicht so viele Wege. Da findet man sich einfach deutlich besser zurecht. Ich schätze mal, ich habe ja auch irgendwo was zum Drehen übersehen an der Stelle, an der diese eine Seele noch war. Dann brauche ich schon noch ein paar weniger. Im Spielzimmer bin ich eigentlich in der Lage, alle zu holen. Das Problem, was ich da habe, ich weiß nicht mehr wie. Weil ich werde sie noch finden, garantiert, aber ich weiß gerade echt nicht wie. So. Hier muss irgendwo. Da hinten ist es. Ehrlich gesagt, die Mechanik habe ich echt vergessen. Dass man sich hier irgendwo dranhängen musste, um ranzukommen. Kann man von hier jetzt wegspringen? Weil dann könnte man es auch vorher schon holen. Nee, kann ich nicht. Ach, es ging nach oben offen. Oh, ich verstehe. Sehr schön. Dann habe ich tatsächlich jetzt hier alle gekriegt, die es gibt. Genau, ich komme nämlich an die letzte erst ran, wenn ich die Siegel brechen kann. Das heißt, in dem Tempel muss ich nochmal was machen. In den Lavadukten, wie viel habe ich jetzt? 92. Wenn ich die in den Lavadukten alle finde, habe ich immer noch nicht genug. Wenn ich im Spielzimmer alle finde, habe ich auch nicht genug. Also ich muss, also die kann ich nicht holen. Das Hammer. Da weiß ich es gerade überhaupt nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, wo die noch alle sein könnten. Außer zwei. Das geht noch nicht. Also hier brauche ich dann halt noch den letzten Wunschspreizer. Hier bin ich fertig erstmal. Also in diesen beiden Bereichen kann ich noch welche finden. Aktuell. Und in dem habe ich absolut keine Ahnung. Die werden wir wahrscheinlich auch noch finden. Also das Spielzimmer, ich weiß, es ist rein theoretisch für mich abschließbar. Aktuell. Ich weiß, in diesem Zustand, den ich aktuell habe, es gibt keine Siegel. Von daher müsste ich es schaffen können, alle zu finden. Au! Aber das... Warte, den Kettensäge will ich hier noch holen. Stirb, Schweichen! Weil dann würde ich hier jetzt ausmachen und dann gucken wir das nächste Mal, dass wir hier alle soweit finden. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Shatterman für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Je nachdem, wie groß die Aufnahme jetzt ist, wären es vielleicht zwei Folgen. Ich speichere mal hier drüber. 92. Wie gesagt, es müssten noch vier Seelen fehlen, dann könnten wir alle Tore öffnen und könnten das Spiel rein theoretisch beenden. Das heißt, ich müsste noch zwei finden und könnte mich dann auch in der Theorie um die beiden anderen kümmern. Dann brauchen wir noch einen Wunschspreizer, dann müssen wir den Echsenkönig töten und dann können wir das Spiel eigentlich beenden. Eigentlich, aber ich würde gerne gucken, dass ich alle Seelen finde. Dann sage ich ciao mit Wichtlein TV, bis zum nächsten Mal. Bye, Leute!